Warum ist der Hai eigentlich hier? Hallo? Du kannst ruhig da drauf bleiben. Wenn du es schon mal ausnahmsweise schaffst, überhaupt hochzuspringen, kannst du auch drauf bleiben. Da will mir wirklich irgendwas sagen. Ich hab die Gegend überprüft, aber von hier bis zum Leuchtturm ist überhaupt nichts. Ja, du mich auch. Oh, das war dumm. Nein, Mario, dreh um! Dreh um! Nein! Nein! Das war so doof! Ich bin so toll, ich bin so clever, ich bin so einzigartig, genial. Oh, war das so doof. Komisch, diesmal ist er automatisch getaucht. Unser Freund Mario. So, und jetzt drehen wir am Ventil und benutzen nicht den blöden Stern. Dann erscheint da die Strömung und die bringt uns zu dem Ei in der Mitte oder so, wie man das darstellen will. Und dort oben drauf kriegen wir dann unseren Stern. Und wenn nicht, dann habe ich eben gelitten. Sag ich doch. Warum ist da eigentlich Wasser an der Unterseite der Kuppel, des Balls, des Eis, was auch immer? Vielleicht sollten wir das nicht weiter hinterfragen. Oh! Also diese Krebse sind ja echte Banausen. Die unterbrechen mich hier einfach bei meiner musikalischen Darbietung. Das ist echt grausam. Irgendwie habe ich gehofft, die fallen um, wenn ich sowas mache, aber scheinbar war das ein Irrtum. So, sammle ich noch ein paar Sternteile, damit ich noch ein Leben kriege. Wenn ich schon so viele Leben verliere heute, dann will ich auch ein paar einsammeln. Die gibt es dann eben mal gratis dazu. Reicht das? Ja, das reicht, ne? Gut. Oh, ich hatte schon über 50. Stimmt, ich habe ja den Fressluma gefuttert. Und da ist der alte, weise Hyperpinguin oder so. Was ist denn hier eigentlich? Das Zuhause des Pinguinmeisters. Ach, der wohnt hier. Von mir aus. Wenn sie glücklich machen. Au, ich habe mich gedreht. Oh, das Team. So, der macht mir nie wieder was. Aber der Pinguin, der lebt hier ganz schön gefährlich, muss man so feststellen, mit all den Krabben. Oder machen die dem nichts, weil sie keine Lust haben? Und warum ist Mario eigentlich kleiner als ein Pinguin? Also, das verstehe, wer will. Ich meine, Pinguine sind jetzt nicht so klein, aber normalerweise deutlich kleiner als ein Mensch. Okay, reden wir mal mit Opa Pinguin. Willst du mir noch irgendwas sagen? Im Reifenozean ist ganz schön was los. Ist dort irgendwas vorgefallen? Ja, da ist irgendwas vorgefallen, das sich schon längst wieder erledigt hat. Vergiss es einfach. Wo ist dieser Stern eigentlich erschienen? Ihr Penner. Erst schickt er mich in mühevoller Kleinstarbeit hier hoch. Und dann schickt er mich wieder runter. Hoffentlich lande ich nicht dort. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann den Stern hier benutzen und dann bin ich gleich wieder zu Hause, ja. Naja, zu Hause ist auch nicht richtig, aber ist egal. Die Sache wäre geschafft. Tja, gut. Wunderbar. Schöne Sache. So, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß gar nicht, mein Bildschirm schon ist angegangen. Ich wusste jetzt gar nicht, wie lange ich schon spiele. 1 Stunde und 10 Minuten. Davon waren so ungefähr 3 Minuten, die ich nicht gespielt habe, die Batterie-Mode wechseln musste. Gerade direkt, als ich das Spiel angefangen hatte. Das war gut, ne? Also, habe ich natürlich rausgeschnitten. Aber war ein guter Start in den Tag. Ich mach das Spiel an. Erste, was los ist. Die Verbindung zur Wii-Mode wurde getrennt. End. Warum? Keine Ahnung. Ich habe jetzt 1 Stunde 10 Minuten hier stehen beim Aufnahmeprogramm. Also sollte ich es nicht mehr allzu lange machen. Aber eine Mission ist ja eigentlich schon noch drin. Aber das ist auch gerade wieder so ein lila Komet. Na toll, die können natürlich ewig dauern, die Mission. Andererseits, solange sie länger als 20 Minuten dauert, ist es mir recht. Und hier ist immer noch kein Komet aufgetaucht. Es ist grausam. Okay. Im Anflug auf lila Komet. Münzmission auf dem Level. Ja, das wird bestimmt witzig. Ich nehme an, da werden auch viele Münzen unter Wasser sein oder so. Und man kann dann mit Schildkrötenpanzerator durch die Reihen schwimmen. Vielleicht ist das Ganze dann sogar unter Zeitlimit. Wäre denkbar. Aber wir werden es gleich sehen. Ich habe eigentlich noch... Habe ich schon mal gesehen, dass wir hier müssen oder was haben? Ja, gab's schon mal. In der Pinguin-Galaxie-Dings da. Muss ich jetzt von Wolke zu Wolke springen oder was wollt ihr damit sagen? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich von Wolke zu Wolke springen kann. Außerdem müsste ich für solche Entfernungen fliegen können. Dazu bräuchte ich Bienen-Mario. Aber der wird mir ja auch direkt am Start schon angeboten. Also, ist das vermutlich vielleicht gar nicht so falsch gewesen. Hier sind jede Menge Sternteile verteilt. Ja, Teile verteilt. Ist genial, ich weiß.
Aber die nehme ich mit. Also, es ist offensichtlich kein Zeitlimit hier. Das ist mir auch ganz recht, weil dann kann ich die Sache entspannt angehen. Und kann jetzt, ja, keine Ahnung. So lange dafür brauchen, wie ich will. Also, ich kriege die 20 Minuten, die ich noch aufnehmen will oder so. Und, wenn die Sache vorbei ist, dann ist sie vorbei. Ja. Kann ich auf dir landen? Ja, kann ich. Finde ich gut. Dann fliegen wir noch zu der anderen Münze rüber. Ja, ein bisschen schneller vielleicht. Das ist faszinierend, dass ich auch mal die Kamera drehen kann. Das ist so ein völlig neues Lebensgefühl, ja. Das hat man so selten in dem Spiel. Das ist echt eine gute Idee gewesen hier mit den Wolken. Also, es ist jetzt nicht die entwicklerische Jahrhundertleistung oder so. Und, ja, level-designerische Jahrhundertleistung oder irgend sowas. Aber es ist schon eine gute Idee. Es gibt der Welt so ein bisschen mehr Tiefe. Ja, also statt nur im Wasser rumzuschwimmen und auf den wenigen Plattformen rumzulaufen, die eben mal da sind, können wir jetzt auch noch ein bisschen in der Luft rumspringen. Und mit unserem Bienen-Mario-Kostüm, das jetzt zum ersten Mal in der Mission wirklich Sinn macht, können wir dann auch wunderbar die Münzen einsammeln, die hier wunderbar verteilt sind. Man könnte wirklich meinen, dass sich die Entwickler wieder mal irgendwas dabei gedacht haben, als sie das Level designt haben. Ich komme mir gerade verarscht vor. Wo ist das nächste Bienenkostüm? Ich kann leider überhaupt nicht so rumschwimmen, wie ich will und nicht so springen, wie ich will. Deshalb ist es so schwer rauszufinden. Aber okay, das nächste Bienenkostüm ist direkt vor meiner Nase. Also nehmen wir doch einfach mal, was uns das Spiel hier so offensichtlich aufdrängen will. Okay, auf die Wolke, Mario. Auf die Wolke. Ich kann von unten durchfliegen, das ist gut zu wissen. Und Landung. Ja, also es ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum das Pilzraumschiff jedes Mal woanders rumfliegt. Ich meine, haben diese Pilze in ihrem ganzen Leben schon mal irgendwann was Sinnvolles geleistet? Habe ich ja von Anfang an schon gesagt, ne, in dem Spiel. Als wir beim Intro-Video die... naja, was heißt beim Intro-Video? Beim Intro-Spielbereich, könnte man sagen, als wir da durch die Stadt im Pilzkönigreich gelaufen sind, in Richtung Peachs Schloss, und dann die Wachen gesehen haben, also die Pilzwachen. Das ist ja mal genial. Ja, habe ich ja schon gesagt, sag mal, wofür habt ihr überhaupt Wachen? Ihr habt doch in eurem ganzen Leben noch nie was geleistet. Die Prinzessin wird doch trotzdem entführt jedes Mal. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was die Pilzköpfe sonst so hier leisten, sind die offensichtlich allgemein so nutzlos. Also egal, ob sie Wachen sein sollen oder ob sie einfach nur da sind, um da zu sein. Die kriegen doch nichts auf die Reihe, oder? Die sind überall dabei, aber kriegen nichts auf die Reihe. Ich meine, deshalb hat man sie früher auch rein, weil sie gerettet, ich meine. Die Toads kennt man ja prinzipiell schon aus Super Mario Bros., also dem NES-Spiel. Und da war es ja so, dass man 9 Welten hatte, oder waren es 8? Waren es 9 oder 8? Ich komme es gerade nicht drauf. Das ist schlimm, oder? Das ist lang her. Jedenfalls hat man dann in jeder Welt quasi einen dieser Pilzköpfe befreit. Und obwohl man es eigentlich auf Prinzessin Peach oder Toadstool, hieß sie ja damals noch, abgesehen hatte. Und ja, die Pilze, die waren dann halt da. Ja, die wollte zwar keiner, aber man hat es dann eben zwangsläufig gerannt, weil man ja gedacht hat, es könnte ja die Prinzessin in dem Schloss sein. Und naja, seitdem haben sich die Pilze nicht wirklich weiterentwickelt. Sie lassen sich zwar vielleicht nicht mehr so viel fangen oder so, doch lassen sie sich auch, je nach Spiel, wenn ich an New Super Mario Bros. Denke oder so, dann lassen sich die Pilzköpfe auch noch fangen. Aber, ja, sie sind jetzt hier in dem Spiel zumindest mal frei unterwegs und sind trotzdem so nutzlos wie immer. Also, sie dürfen mal machen, was sie wollen und tun alles, was sie können, um uns zu helfen. Und alles, was sie können, um uns zu helfen, ist nichts tun. Sie sind einfach wirklich nur da, um da zu sein. Das ist schon traurig. Also, das ist mal eine Existenz, die sich kaum lohnt. Ja, ich finde das sowieso dumm. Also in vielen Videospielen hat man wirklich eine Unmenge an unnötigen Charakteren dabei, die teilweise dann auch noch aufgebauscht werden bis zum, ich weiß nicht, bis zum jüngsten Gericht oder so. Man kriegt so viel unnötige Informationen oder sonst was über die und denkt so nur, oh Gott, lass mich mit dem Arschloch in Ruhe, ich will doch gar nichts von dem hören. Er geht mir nur auf die Nerven. Also ein Elite-Beispiel dafür ist eins der schöneren Nintendo Wii-Spiele, nämlich The Legend of Zelda
Skyward Sword, nee, nicht Skyward Sword, das bin ich aber ganz raus. Skyward Sword hat super Charaktere, da kann man nichts sagen. Nee, Twilight Princess ist zwar eigentlich ein, als Gamecube-Spiel gedacht gewesen, kam aber zuerst für die Wii raus. Ja, und ich habe natürlich die Wii-Version. Ich habe mir eigentlich in erster Linie wegen dem Spiel eine Wii gekauft damals, weil es sah so geil aus. Und es ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Es hat nur einige sehr, sehr üble Fehler. Zum Beispiel ein nicht vorhandener Schwierigkeitsgrad, das ist schlecht. Also, das Spiel ist einfach in jeder Hinsicht viel zu leicht. Und, ja gut, da kann natürlich Alex Kidd in Miracle World nicht mithalten im Vergleich, ist klar. Das hatte ja doch schon einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad. Aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Ja, und, Twilight Princess hatte eben meiner Meinung nach die nervigsten Nebencharaktere, die es in einem Zelda-Spiel jemals gab. Da hat man wirklich versucht, Nebencharaktere zu erschaffen, die eine Persönlichkeit haben und eine Bedeutung und nicht einfach nur da sind, um da zu sein. Und man hat sie so unglaublich nervig gemacht, wie es nur irgendwie geht. Also haben wir zuerst mal dieses hässliche Baby Maro. Also wirklich noch ein Baby, aber mit dem hässlichsten und ekelhaftesten, abstoßendsten Gesicht und Blick, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Jedes Mal, wenn ich das Vieh sehe, denke ich nur, mein Gott, kann ich sein Schwert nicht mal durch seine Visage rammen, damit er mal wenigstens einigermaßen normal guckt oder so? Ich weiß nicht, also ich krieg wirklich schon Aggression, wenn ich nur dran denke, an dieses hässliche Mistvieh. Und ausgerechnet mit dem muss man dann auch das ganze Spiel über irgendwelche Scheiße machen. Also, was weiß ich, das ist auch wieder so eine geniale Sache. Ein Baby macht einen Laden auf, ne? Ja, ist klar. Wie das bei Babys halt mal so üblich ist, das machen die ja öfters. Und dann muss man für den auch noch irgendwelche Scheiße machen. Dann muss man für den noch Geld sammeln. Das ist eine Unverschämtheit, ne? Da kommt eine große Sammelaktion. Ja, wir wollen die Brücke nach Eldin oder was wieder aufbauen oder so. Und, oder die Brücke nach Hyrule Stadt, Osttor oder was weiß ich, was es war. Das ist lange her. Ja, das ist wirklich lange her. Und, dann sagt er, ja, wir haben eine Sammelaktion. Wir brauchen nur 2000 Rubine, um das Ding zu bauen. Und wer letzten Endes bezahlt das Ganze? Link alleine. Niemand sonst beteiligt sich an dieser Sammelaktion. Übrigens, man kann hier an der Oberfläche nicht richtig schwimmen. Faszinierend. Das ist schlecht gemacht. Gut, bei einer schrägen Wasseroberfläche, die allein physikalisch schon unmöglich ist, ist es natürlich schwer, das Ganze so zu machen, dass man wirklich auch ordentlich schwimmen kann, denke ich mal. Mario, du sollst da hochspringen. Genau. Wunderbar. Ja, jedenfalls, dieser Mario, den fand ich extrem nervig und auch diese Geldsammelei-Aktion, die fand ich voll dumm. Vor allem, man kriegt nichts als Belohnung. Das Geld kriegt man zwar in dem Spiel spielend. Ja, man kriegt es im Spiel spielend. Aha. Man muss nichts großartig machen, um das Geld zu kriegen, weil man wird mit Geld zugeschüttet. Vor allem in den neueren Zelda-Spielen ist das ja immer so. Man kriegt ja Rubine zum Abwinken. Aber trotzdem fand ich es irgendwie extrem doof. Also, dass man sich damit sowas aufhalten muss und letzten Endes keine Belohnung dafür kriegt. Man braucht so ziemlich das halbe Spiel, also ab dem Zeitpunkt, wo man die Mission, das überhaupt machen kann, diese Geldsammelaktion, braucht man so ziemlich noch das halbe Spiel, was übrig bleibt, um das Geld zusammenzukriegen und dort abzugeben. Und letzten Endes kriegt man nichts dafür, außer eine Brücke, die man eigentlich nicht braucht, weil man sich mittlerweile teleportieren kann. Und, ja, toll. Das war's. Ole, ole. Voll unnötig. Und das dann wirklich mit einem der unsympathischsten Charaktere der Videospielgeschichte verknüpft. Ekelhaft. Schlimm. Ja, und wen nennen wir dann noch? Dann nennen wir noch, Colin. Wie hat Parappa genannt? Eines der Mobbing-Opfer, von denen man weiß, dass sie es genau, dass sie es nicht anders verdient haben. Ja. Im Meer sind keine lila Münzen. Okay, man ist ja wirklich alles nur oben rum verteilt. Faszinierend. Ja, also ich fand das toll, wie Parappa das formuliert hat. Parappa ist ja ein Reviewer, habe ich schon öfters mal erzählt. Und er hat auch mal ein Twilight Princess Review gemacht. Ein sehr schönes Review, muss ich sagen. Und er hat eben auch gesagt, dass ihn Colin ganz besonders angekotzt hat. Also bei mir ist es eher Maro, der mich besonders angekotzt hat, weil er einfach so hässlich, dumm und unnötig ist. Aber Colin ist auch nicht besser an sich. Also man braucht Colin für nichts. Er ist nur gut, um zwischendurch mal entführt zu werden und man muss ihn retten. Toll. Und ansonsten ist er ewig nur am Rumjammern und sagt, ich will mal so werden wie du. Ja, dann hör auf zu jammern, Junge, und mach was dafür. Ist doch so, oder? Ja, und ansonsten, er ist da, um da zu sein. Er ist, naja, ich weiß nicht. Er ist ein wirklich unnötiger, unsympathischer Charakter. Auf der Insel in der Mitte gibt es anscheinend keine lila Münzen. Gut zu wissen. Dann brauche ich da ja nicht hin. Fragen wir noch den anderen
Entschuldigung, den anderen Toad, was der dazu sagt, ist irgendwie stößt mir irgendwas auf. Irgendwas, was ich noch nicht mal gegessen habe oder so. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Also was stößt mir auf? Verdammt. Ja, egal. Wir haben erst 56 Münzen. Das zieht sich ja wirklich ewig hin hier. Was? Du hast lila Münzen gesammelt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also, wo wir gerade von unnötigen Charakteren sprechen, ne? Dadurch bin ich überhaupt auf diese Idee gekommen. Durch diese verdammten Toads, die nie zu irgendwas gut sind. Da unten sind ein Haufen Münzen drauf. Die könnte man einsammeln. Wenn man wollte. Und ich will, ja. Also, es ist offensichtlich, dass es in dem Level hier nicht mehr als 100 Münzen gibt. Also muss ich jede einsammeln, die ich kriegen kann. Also, werde ich auch die dort unten holen.